Hallo zusammen, ich bin der Philipp und ich habe von Coop-Zeitung spiegellose Kamera-Kits testen. Wieso die Sony A7 III für mich der absolute Sieger ist und wieso sie sich trotzdem nicht für jeden gleich gut eignet, möchte ich euch in diesem Review erzählen. Puh. Was für eine spannende neue Welt. Jahrelang hat es geheißen, eine gute Kamera muss einen Spiegel drinnen haben. Und jetzt erobern die spiegellosen Kameras, die zwischen Sensor und Objektiv nichts haben, außer ein bisschen Luft, wieder den Markt. Im Wettkampf um immer bessere Bilder haben die Hersteller sich schon lange gefragt, was kann man machen, um ein paar von den Limitationen von der herkömmlichen Bauweise mit einem Spiegel zu überwinden. Und die logische Antwort ist natürlich, den Spiegel weglassen. Dass das recht gut kann funktionieren und dass auch sehr viel Potenzial in den spiegellosen Kameras steckt, hat Sony schon vor 10 Jahren bewiesen. Sony A7 III hat einige Features drin, die ich nicht mehr vermissen möchte. Zum Beispiel der Iris Autofokus. Der sorgt dafür, dass die Kamera, wenn man ihn aktiviert hat, immer auf ein Auge scharf stellt, sobald sie eins im Bild entdeckt. Das funktioniert nicht nur sehr gut, sondern ist auch super praktisch, wenn man jemanden fotografieren will und möchte, dass sein Gesicht immer scharf ist. Seit dem Update von der Sony A7 III ist sie nicht nur gut zum Föteln und zum Filmen, sondern kann jetzt auch noch Timelapse schießen. Und das kann sie sau gut. Spannend, wenn man mit der Sony A7 III in der Nacht unterwegs ist, ist nicht nur, dass sie enorm ein gutes Rauschverhalten hat, sondern auch der digitale Sucher ist für mich eine riesige Erleichterung. Ich komme von Spiegelreflexkameras, wo, wenn du in der Nacht durch einen Sucher schaust, ist es einfach schwarz. Wenn du bei der Sony A7 III durch einen Sucher schaust, ist es nicht schwarz, sondern du siehst genau das, was nachher auch auf deinem Bild sein wird. Weil wenn du in der Nacht fotelst damit, nimmt sie ihr hohes ISO, um die Vorschau darzustellen, was einem enorm hilft, wenn man nachts zum Beispiel probiert, die Sterne zu fotografieren oder ein Gebäude oder irgendeine Person. Kann man schon, bevor dass man den abdruckt, sieht man, wie das aussehen wird. Sony A7 III besticht zum einen dadurch, dass sie eine super Fotokamera ist, wofür es auch ganz viele gute Objektive gibt. Und zum anderen, dass sie auch sehr gut filmen kann. Das ganze Review hier wird mit einer Sony A7 III gefilmt. Das, was sie vor allem so spannend macht zum Filmen, ist, dass sie professionelle Videoformate anbietet, wie REC 709 oder S-Log 3. Das ermöglicht einem, dass man beim Filmen die Kamera auf die eigenen Bedürfnisse anpasst und auch der kontinuierliche Autofokus, der beim Filmen doch recht gut funktioniert, ist sicher etwas Praktisches. Etwas, worüber viel zu wenig geredet wird bei Kameras, ist ihre Akkulaufzeit. Und die ist bei der Sony A7 III super. Im Gegensatz zur Canon RP, wo eher das ein bisschen ein Problem ist. Wenn man filmt, hebt der Akku einfach ewig. Ich habe fast 2 Stunden am Stück gefilmt mit der Sony. Ich habe Timelapses gemacht von über 2 Stunden auf einem Akku. Hat super funktioniert. Auch wenn es kalt wird, merkt man nicht wirklich, dass die Akkulaufzeit nachlässt. Und wenn man mal doch unbedingt Strom bräuchte, lässt sich die Sony A7 III auch über ihren USB-C-Port durch eine Powerbank laden. Was mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt hat an der Alpha 7 III, ist ihr Menü. Das ist nämlich saugrusig aufgebaut und nicht besonders übersichtlich. Und wenn man dazu noch den Spruch auf Deutsch umstellt, wird jedes Wort so abgekürzt, dass man die Hälfte nicht mehr versteht. Also man muss recht genau wissen, was man sucht und wo man sucht, damit man es findet. Die Sony A7 III ist eine ziemlich starke Kamera, die sich für ganz viele Leute eignet. Weniger gut eignet tut sie sich allerdings für Einsteiger, die noch absolut keine Ahnung haben und wahrscheinlich von all diesen redlichen Knöpfen und Funktionen ziemlich überfordert sein werden, wenn sie nicht ganz viel Geduld mit sich bringen und sich ganz tief in die Materie einschaffen. Und das ist durchaus möglich, denn die Betriebsanleitung ist erstaunlicherweise sehr gut geschrieben und bringt einem recht weit. Die Sony A7 III eignet sich durch ihre Vielseitigkeit für ganz viele Leute. Die einzigen, die damit ein bisschen Mühe haben dürften, sind Anfänger,
die noch nicht viel verstehen von Kameras und auch keine Lust haben, sich einzuarbeiten, sondern einfach gerne wieder abdrucken. Aber es lohnt sich, denn wenn man mal verstanden hat, welche Option wo versteckt ist und wie was funktioniert, ist es eine unglaublich starke Kamera, die einem erlaubt, Bilder zu machen, die andere zum Staunen bringen, wenn man weiss, wie es geht.